Was ich früher Zuckerbäcker, Bonbonmacher oder Drageur nannte, heißt heute Fachkraft für Süßwarentechnik. Die Ausbildung ist einzigartig und nur an der Süßwarenakademie in Solingen möglich. Die Zentralfachschule der deutschen Süßwarenwirtschaft wurde 1951 gegründet. Hintergrund war der Bedarf, Fachpersonal für die Branche bereitzustellen. Es gab bis dato kein Berufsbild, was die Bedürfnisse der Industrie diesbezüglich abgedeckt hat. Deswegen hatte man sich entschlossen, eine eigene Lehrwerkstatt hier in Solingen zu gründen. Auszubildende von Ferrero, Rittersport oder Zentis lernen an der Zentralfachschule der deutschen Süßwarenwirtschaft, kurz ZDS genannt, gemeinsam. Zwar erfolgt ein Großteil der Ausbildung in den Heimatbetrieben, jedoch dreimal im Jahr kommen die Jugendlichen aus dem ganzen Bundesgebiet nach Solingen, um hier in einem jeweils vierwöchigen Block auch überbetrieblich ausgebildet zu werden. Wir bilden hier den industriellen Nachwuchs für die deutsche Süßwarenindustrie aus. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir in diesem Zusammenhang sehr, sehr stark unterstützt werden von der Industrie. Die Industrie, die die Maschinen und die Rohstoffe bereithält, aber auch die Industrie, die uns ihre Azubis hier nach Solingen schicken. Theoretischer Unterricht zu den unterschiedlichen Technologien der Süßwarenherstellung gehört genauso zur Ausbildung wie auch Wirtschaftslehre, technische Mathematik oder EDV. Und es gibt praktische, fachspezifische Übungen in den 5 technischen Abteilungen. Dort arbeiten die Schüler an Pilotanlagen, die mit den großen Maschinen in ihren Heimatbetrieben vergleichbar sind. Die Schüler haben hier die einmalige und einzigartige Möglichkeit, an den Maschinen unterrichtet zu werden, wie sie vergleichbar auch in der Praxis in den Heimatbetrieben vorgefunden werden. Und das macht diese Schule so einzigartig. Seit die Schule vor über 50 Jahren in Betrieb aufgenommen hat, haben unzählige Fachkräfte für Süßwarentechnik die Solinger Ausbildung durchlaufen. Vor der Gründung der ZDS gab es keine vergleichbare Ausbildung für die industrielle Herstellung von Süßwaren. Dass sich damals alle Bundesländer auf ein gemeinsames Lehrsystem einigten, ist etwas Besonderes. Die Ausbildung an der Süßwarenfachschule hier in Solingen hat eben die Besonderheit, dass wir den Schulunterricht einmal natürlich anbieten, der staatlich organisiert wird, aber auch eben die Verknüpfung mit der Praxis. Da wir ja hier ein Campus sind, auf dem ja auch Wohnen und Essen angeboten wird, gibt es auch einen großen sozialen Zusammenhang. Also die jungen Leute, die kommen aus ganz Deutschland, die sprechen verschiedene Dialekte. Wir finden immer spannend, dass sie sich dann hier ja gemeinsam mit einem Hochdeutsch bewegen auf unserem Gelände in Solingen. Kein Zufall ist es, dass die Ortswahl auf Solingen fiel, ganz in der Nähe von Haribo. In Solingen befand sich damals das Werk von Dr. Hillers Pfefferminz, das später an Haribo verkauft wurde. Und Dr. Hillers machte sich als Gründungsmitglied der ZDS stark für den heimatlichen Standort. Und so kommt es, dass die Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid die Prüfung für die angehenden Süßwarentechniker abnimmt, als einzige IHK in ganz Deutschland.